Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. An dieser Stelle auch nochmal von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe wirklich, dass ihr ein erfolgreiches und gutes Jahr 2023 haben werdet. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße aus Kapstadt, wo ich die nächsten 2 Monate verbringen werde. Und in dem Video heute soll es um das Thema Geld gehen und um genau zu sein, um mein Geld. Und zwar, wie viel Geld ich als digitaler Nomade 2022 verdient habe. Und ich habe im letzten Video auch schon darüber geredet, wie genau ich mein Geld verdiene. Das blende ich auch mal hier oben ein. Und heute soll es halt wirklich darum gehen, wie viel Geld ich verdient habe im letzten Jahr, weil ich jetzt zum Jahresabschluss eine perfekte Übersicht habe, wie viel ich verdient habe, und das möchte ich heute mit euch teilen. Aber bevor es gleich richtig mit dem Video losgeht, möchte ich erstmal sagen, warum ich das Video mache. Und ich glaube, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich das Video hier nicht abdrehe, um zu zeigen, wie viel Geld ich verdiene und wie toll ich bin oder was auch immer. Ich glaube, jeder von euch weiß, dass ich keinen Wert auf Statussymbole oder irgendwelche Sachen lege. Ich habe noch nie ein Auto in meinem Leben gehabt, also um materielle Dinge oder so geht es mir wirklich nicht. Ich möchte das heute mit euch vor allem aus 3 Gründen teilen. Und zwar erstens, weil ich euch ja gesagt habe, dass ich transparenter sein möchte und zeigen möchte, was hinter den Kulissen abgeht. Also nicht immer nur die Reise zeigen oder was ich für tolle Dinge tue, sondern wirklich zeigen, wie man dahin kommen kann, wie das Ganze dahinter aussieht, hinter den Kulissen. Das ist der erste Grund, warum ich das mit euch teilen möchte und einfach, weil einige danach gefragt haben, immer wieder. Der zweite Grund ist auch einfach, dass ich andere Menschen motivieren möchte, weil vielleicht ist jemand vor dem Bildschirm gerade, der das Video hier sieht und sich denkt, okay, wow, das hat er geschafft in so kurzer Zeit, das motiviert mich jetzt und jetzt lege ich auch los. Weil bei mir war es ähnlich, ihr wisst ja, dass ich meinen Job gekündigt habe und alles, und ich werde zum Schluss auch mal darauf eingehen, was ich 2021 verdient habe, und zu 2022 war es wirklich ein Riesensprung. Also vielleicht eine Sache, die den einen oder anderen von euch motiviert. Und der dritte Grund ist einfach, dass ich darüber reden möchte, was ich tue und wie viel Geld ich damit verdiene, weil da vielleicht noch ein Punkt bei ist, den der eine oder andere von euch auch umsetzen kann. Vielleicht eine Geschäftsidee, die für euch auch interessant ist, oder irgendwie ein kleiner Funken überspringt, der euch auf den letzten Gedanken bringt und euch motiviert, auch die Sachen anzugehen, die ihr euch wünscht. Und dann würde ich sagen, lasst uns auch schon mit der Einkommensübersicht anfangen. Und ich habe das Ganze strukturiert von Platz 8 bis zu Platz 1. Platz 8 ist das, womit ich am wenigsten Geld verdient habe, und Platz 1 ist das, womit ich am meisten Geld verdient habe. Und damit ihr eine Übersicht auch habt, das sind alles Nettobeträge. Also die Summen, die ich hier nenne, sind alle nach Steuern, nach allen Abgaben und so weiter. Das ist wirklich das Geld, was im Endeffekt auf meinem Konto gelandet ist. Auch nachher der Vergleich mit 2021, damit man das einfach besser vergleichen kann. Und ja, ich würde sagen, lasst uns direkt mal mit Platz 8 anfangen, und das waren P2P-Kredite bei mir. Das sind Person-to-Person-Kredite, also von Privatpersonen zu Privatpersonen. Ich habe also wirklich über Plattformen wie Bondora und Mintos anderen Privatpersonen Geld geliehen und dafür halt Rendite, also Zinsen, bekommen. Und das waren insgesamt im Jahr 2022 948 Euro Rendite. Also ist jetzt keine Unsumme, womit ich leben könnte oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall schon mal Geld. Es sind knapp irgendwie 80 Euro oder so im Monat. Pipapo. Und ja, damit würde ich sagen, lasst uns zu Platz 7 springen. Wenn ihr euch übrigens genauer für die ganzen Einkommensquellen interessiert, dann schaut in das Video, wie ich Geld verdiene, weil da geht es auch nochmal um diese ganzen Einkommensquellen, und da gehe ich detaillierter darauf ein, wie ich damit Geld verdiene. Heute in dem Video soll es wirklich nur darum gehen, wie viel ich damit verdient habe in 2022, um da eine Übersicht zu schaffen. Und ja, lass uns zu Platz 7 springen. Und auf Platz 7 liegt meine Eigentumswohnung, die ich finanziert habe, die aber komplett als Investment läuft. Also ich habe da noch nie selber drin gelebt. Von Anfang an war da ein Mieter drin, und die ist halt sehr gut finanziert, und dadurch habe ich von Anfang an schon kleine Gewinne im Monat erzielt. Und das sind im Jahr 2022 1272 Euro gewesen. Und wir gehen weiter zu Platz 6, und das war das Thema YouTube und Social Media Coaching. Also es ist wirklich, dass ich anderen Leuten beigebracht habe, wie sie am besten auf Instagram oder mit Instagram umgehen können, wie sie am besten mit YouTube umgehen können, vor allem halt Leuten, die wirklich gerade erst gestartet sind. Und insgesamt habe ich dort 1900 Euro im gesamten Jahr 2022 erzielt. Und auf Platz 5, wir springen jetzt einfach mal ganz schnell durch und kommen zur Sache, war das Digital Nomad Coaching. Ich war ja die letzten 2 Jahre als digitaler Nomade unterwegs, und diese digitale Nomaden-Community wird halt immer größer, und es wollen immer mehr Leute in diese Nische reinjumpen und sich ein freieres Leben gestalten. Und ich helfe halt den Leuten, die dabei sind, digitaler Nomade zu werden, mit den ganzen Themen wie Unternehmensgründung, worauf sie achten müssen, wenn sie auswandern und so weiter. Und mit diesem ganzen Coaching habe ich im Jahr 2022 2900 Euro genau erzielt. Und damit kommen wir jetzt zu Platz 4. Und Platz 4 ist das erste wirklich richtig große Einkommen, von dem ich alleine schon irgendwie leben könnte. Und zwar liegt auf Platz 4 YouTube und Social Media. Und das ganze Spektrum umfasst wirklich YouTube,
alles, was mit Affiliate zu tun hat, die Webseite, Instagram und alles, was dazu gehört. Und ich habe das Ganze mal aufgeschlüsselt in die vier Kategorien, womit ich Geld verdient habe im 2022. Nämlich einmal Google Ads Einnahmen. Und das sind wirklich die Einnahmen, die ich dafür bekomme. Alleine dafür, dass ihr meine Videos schaut. Also da steckt nichts anderes hinter. Und dafür habe ich 1987 Euro von YouTube bekommen. Dann kommt als nächstes die Affiliate Einnahmen. Das sind halt Einnahmen, die ich dadurch erziele, dass ich zum Beispiel ein Produkt empfehle, was ich selber nutze oder ihr über meinen Link bei Amazon einkauft oder was auch immer. Und darüber habe ich 8.365 Euro erzielt im Jahr 2022. Und der nächste Punkt waren Kooperationen. Also wenn ich mal ein Placement im Video hatte, das waren insgesamt 2.900 Euro. Und dann habe ich noch durch Support Geld erhalten, also zum Beispiel über Patreon oder manche haben mir auch bei PayPal mal 3-4 Euro Kaffeegeld oder so auf der Reise geschickt. Und das waren insgesamt 355 Euro und damit insgesamt YouTube und Social Media im Jahr 2022 13.607 Euro. Und das ist für mich eine Riesenmenge Geld. Ihr werdet nachher auch sehen, warum, wenn wir das mit dem Jahr 2021 vergleichen. Aber dieser Wert, diese 13.607 Euro, haben mich extrem gefreut. Und das ist halt auch nur Platz 4. Und wir springen weiter zu Platz 3. Auf Platz 3 liegt bei mir die Vermittlung von Projekten. Und auch das habe ich in dem Video, wie ich Geld verdiene, ein bisschen genauer beschrieben. Und zwar geht es dabei einfach nur darum, dass ich Projekte nehme, die ich nicht selber bearbeiten will, sondern an andere Leute weitervermittle. Also ich bin quasi der Zwischenhändler. Und mit diesen ganzen Projektvermittlungen habe ich im Jahr 2022 13.924 Euro verdient. Also eigentlich komplett passiv, ohne dass ich wirklich dafür gearbeitet habe. Ist natürlich eine super Einkommensquelle. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr euch ein bisschen auskennt, wo ihr Sachen vermitteln könnt, wo ihr zwei Seiten zusammenbringen könnt, ist eine Vermittlung von irgendwelchen Sachen immer eine gute Sache. Ja, und damit springen wir auch schon zu Platz 2 und das ist das Thema virtuelle Assistenz bzw. Business Assistenz. Und im Endeffekt ist das nichts anderes, wie dass ich in Unternehmen gehe und Projekte begleite oder Aufgaben wie zum Beispiel mal die Buchhaltung für ein paar Monate übernehme oder sonst was. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Ich glaube, virtuelle Assistenz ist schon ein Riesenthema für sich, worüber ich auch nochmal ein Video machen könnte, wenn euch das interessiert. Schreibt es gerne in die Videobeschreibung. Und in diesem Bereich habe ich 16.478 Euro verdient im Jahr 2022. Und damit kommen wir zu Platz 1, zu meiner Unternehmensberatung. Ich habe das schon öfter angesprochen, dass ich halt Unternehmen im Bereich Digitalisierung vor allem betreue. Und damit habe ich im Jahr 2022 19.480 Euro verdient. Und ja, das waren alle 8 Einkommensquellen, die ich im Jahr 2022 hatte. Und lass uns das jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Also ich hatte die P2P-Kredite, ich habe meine Eigentumswohnung, ich hatte YouTube und Social Media Coaching, ich hatte Digital Nomad Coaching, ich hatte YouTube und das ganze Social Media Kram, ich hatte die Vermittlung von Projekten, ich hatte virtuelle und Business Assistenz und die Unternehmensberatung. Und in allen Bereichen zusammen im Jahr 2022 habe ich nach Steuern 70.509 Euro verdient. Und das ist für mich super, super viel Geld. Ich habe tatsächlich nie gedacht, dass ich jemals so viel Geld in einem Jahr verdienen werde. Und warum ist das so krass für mich? Weil, wenn ich euch jetzt mal erzähle, was ich im Jahr 2021 verdient habe, das waren 17.185 Euro netto. Also 2022 hat 2021 bei mir wirklich bei weitem übertroffen. Ich habe meinen Gewinn quasi vervierfacht und das ist für mich unnormal und darum will ich auch dieses Video mit euch teilen, weil egal was ihr vorhabt. Und bei mir war es halt so, dass ich 2020 meinen gut bezahlten und sicheren Job gekündigt habe, damit ich mein eigenes Ding durchziehen kann und dementsprechend halt 2021 erstmal super wenig Geld verdient habe im Vergleich zum Jahr davor. Aber das hat sich ausgezahlt, dass ich diesen Step gemacht habe und ich habe 2022 viel mehr Geld verdient, als ich jemals zuvor verdient habe. Also es war ein riesen super Jahr für mich und ich hoffe einfach, dass das den einen oder anderen von euch ein bisschen motivieren kann, wenn er gerade vor diesem Schritt steht, dass er denkt, okay, ich will eigentlich mein eigenes Ding machen, bin mir aber noch unsicher, weil es halt unsicher sein könnte oder was auch immer. Traut euch, wenn ihr irgendwas habt, wofür ihr brennt, dann geht diesen Step, macht euer Ding. Wenn ihr wirklich dafür brennt und das durchzieht, wird es sich lohnen. Und ich bin auch bei mir sehr optimistisch, dass 2023 noch ein besseres Jahr sein wird. Einfach, weil ich inzwischen gemerkt habe, dass ich es halt irgendwo selber in der Hand habe, wie viel Geld ich verdiene, wie viel ich arbeite und ja. Genau, das soll alles gewesen sein eigentlich zu dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und die Abo-Glocke drückt, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie immer in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.